In diesem Video zeige ich mal, wie man ein Video in Premiere rückwärts abspielen kann. Dazu wähle ich hier meinen Clip aus. Wenn ich den Clip jetzt mit Leertaste abspiele, sehen wir, das Auto fährt nach vorne. Wenn ich jetzt rechtsklick und hier in dem Fenster nun auf Geschwindigkeit, Dauer gehe, dann gibt es hier bei Geschwindigkeit umkehren einen Kasten, den kann ich mit der linken Maustaste anklicken und dann auf OK klicken. Und wenn ich meinen Clip jetzt abspiele, dann fährt das Auto wieder rückwärts. Wenn ihr das Ganze ein wenig schneller machen wollt, dann klickt ihr einfach den Shortcut STRG plus R, dann erscheint das Fenster. Dann drückt ihr die Tab-Taste, um ein Feld weiter zu springen. Dann nochmal Tab-Taste und jetzt bei Geschwindigkeit umkehren Leertaste, um einen Haken zu setzen. Und dann einfach Enter. Und schon habt ihr alleine mit Shortcuts das Video umgedreht. Das war's. Danke fürs Zusehen und tschüss.